Definitionen 5 Wer ist arm, wer ist reich? Häufig wird von den Armen und den Reichen gesprochen, aber wer sind die? Für Armut und Reichtum sind die Definitionen gleichermaßen vielfältig. Zudem wird noch unterschieden in absolute und relative Vermögensverhältnisse, die Abweichung vom Vermögensmittel gemessen und vieles mehr. Ich werde es so definieren. Wer arm ist, hat dort, wo er lebt, Schwierigkeiten, wenigstens seinen Selbsterhalt zu finanzieren, der sich auf kaum mehr als das Notwendigste beschränkt, und es entstehen Mängel. Er hat aufgrund seiner Situation nicht die Möglichkeit auszuweichen zum Beispiel in eine andere Gegend zu ziehen, in welcher sein Leben für ihn wieder leistbar wäre. Natürlich stellt sich die Frage, was ist das Notwendigste? In medizinischen Berufen wird diese sehr klar und konkret beantwortet. Das Notwendigste zum Leben sind folgende Güter. Nahrungsmittel, Lebens bzw. Wohnraum, erforderliche, notwendige Energie zum Lebenserhalt und zum Erhalt der Gesundheit. Notwendige Güter sind Mobilität, nicht zwingend mit einem Verkehrs- oder sonstigen Hilfsmittel, Kommunikation, nicht zwingend mit einem technischen Kommunikationsmittel, Pflege eines sozialen Umfelds, das nicht unbedingt üppig sein muss. Wer reich ist, dem reicht sein Vermögen weit über die Finanzierung seines aktuellen, sehr bequemen, vielleicht monetär sehr hochpreisigen Lebensstandards hinaus. Er könnte diesen auch dann über mehrere Jahrzehnte vielleicht sogar Jahrhunderte aufrechterhalten, ohne dass ein Mangel oder Defizite entstehen, wenn er ab diesem Moment keine Einnahmen mehr erhalten würde. Also alle rein finanziellen, vermögensbildenden Veranlagungen, also ohne Sachwerte, auflösen und dann nur noch von dem leben, was er hat. Richtig, nach dieser Definition ist Reichtum nicht immer mit viel Geld verbunden. Es gibt einige Menschen, die bescheiden leben und damit sehr glücklich und zufrieden sind. Sie benötigen kaum Geld und haben auch sehr wenig. Ein weit größerer Teil allerdings besitzt ebenfalls kein Geld und kann sich keine Nahrung, keinen Wohnraum, keine Energie leisten. Sie können nicht jeden Tag essen. Was bei einigen Menschen, sogar schon der unteren Einkommensschichten, als gesundheitsfördernd gilt, ist bei diesen Menschen ein Umstand, den sie aus Geldmangel gezwungen sind auszuhalten. Und ja, diese bescheidenen Menschen können trotz ihres geringen Vermögens ihren Lebensstandard auch ohne weiteres Einkommen sehr lange halten. Monetär reiche Menschen können aber ihren Lebensstandard ohne weiteres Einkommen und bei Auflösung ihrer Veranlagungen mehrere Jahrzehnte halten. Meist sogar sehr viel länger als sie leben. Und dieser Lebensstandard beschränkt sich bei weitem nicht auf das Notwendigste. Der Umschlag. In diesem Fall ist weder ein Briefumschlag noch eine gewalttätige Aktion gemeint, sondern der Umschlag von Gütern. Alle Güter sind irgendwo gelagert. Einige Rohstoffe gegebenenfalls noch als Erz in der Erde. Auf einer Plantage hängen Äpfel vielleicht noch am Baum, was auch eine Form der Lagerung ist. Andere Güter liegen in einem Lager in Form eines Gebäudes voller Regale mit einer Lagerhaltung. Alle Waren sind ebenfalls irgendwo gelagert. Man kann jeden Supermarkt, jedes Ladenlokal auch als Lager mit Kasse betrachten. Im Supermarkt und im Lager eines Versandhauses lagern fertige Waren. Im Lager eines Fertigungsbetriebes Dinge, die noch zu Waren werden oder die für die Produktion gebraucht werden. Werkzeuge zum Beispiel. In allen müssen Lagerbestand und Zustand der Güter regelmäßig geprüft werden, um Versorgungslücken auszuschließen oder wenigstens zu minimieren. Sie werden dort gehegt und gepflegt, unter korrekten Bedingungen aufbewahrt, bis sie zur weiteren Verarbeitung benötigt oder verkauft werden. Das Thema Lager und Lagerhaltung ist ein umfassendes Thema, auf das ich hier nicht eingehen möchte. Es finden sich ausreichend Informationen dazu im Internet. Was im Supermarkt oder Versandlager der Warenumschlag ist, ist im Lager der Produktion der Lagerumschlag. Ein Supermarkt oder Ladenlokal kann also unter ein Lager subsumiert werden, ganz besonders wenn es darum geht, diesen Begriff zu klären. Genau ein Lagerumschlag ist dann gegeben, wenn die zu einem bestimmten Zeitpunkt im Lager vorhandenen Güter komplett verbraucht sind und sich kein Gut mehr im Lager befindet. Das vor diesem Zeitpunkt eingelagert wurde. Ähnliches gilt für den Warenumschlag. Diese Umschläge der Bestände innerhalb eines Zeitraums können gemessen werden und dienen zur Kontrolle und als Anhaltspunkte für viele Dinge in der Betriebswirtschaft. Beispiel: Ein Autohändler hat zum Jahresende 100 Fahrzeuge zum Verkauf auf seinem Gelände stehen. Nach sechs Monaten hat er diese Fahrzeuge komplett verkauft und 100 neue bzw. andere Fahrzeuge stehen auf dem Gelände. Damit hat sich der Warenbestand einmal umgeschlagen. Diesen Messwert kann er mit denen von Konkurrenten vergleichen, soweit er sie erfährt. Oder die Messung im nächsten Jahr wiederholen. Ziel ist es, möglichst schnell viel Umsatz zu generieren. Wenn die Fahrzeuge aber lange stehen, bis sie verkauft werden, ist das kaum möglich. Im Gegenteil, sie verlieren in dieser Zeit an Wert, weil sie altern und unmodern werden. Tatsächlich wird diese Messung in vielen Betrieben permanent vorgenommen, weil sie eben viele Informationen enthält. Oft in Zusammenhang mit verkaufsfördernden Maßnahmen, um deren Wirksamkeit zu erfahren. Das war Definitionen Nummer 5. Wir haben geklärt, wer die Armen und die Reichen sind. Wir haben geklärt, was ein Waren bzw. ein Lagerumschlag ist. Ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.